Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frenbau. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und ich habe jetzt, glaube ich, eine Idee, wie wir an die Zitronen kommen können. Und zwar, darauf hätte ich eigentlich früher kommen müssen. Und zwar einfach das Messer und unten ein Loch machen. Selbst wenn es klappt, vielleicht an einen anderen Tag. Vielleicht jetzt. Kätzchen, ich werde etwas tun. Verhalte dich ganz normal. Oh, guckt jemand. Ich glaube, uns hat niemand gesehen. Oh, der Kopf wird jetzt nicht mehr alle Zitronen tragen. Jawoll. Aber so ein großes Loch müsst ihr da doch sehen. Egal. So. Haha, jetzt trag mal schön die Zitronen. Oh. Na hoppla, dir ist was runtergefallen. Tja, wir nehmen es einfach mit. Oh, eine heruntergefallene Zitrone. Ich glaube, die behalte ich. Ja, denn die brauchen wir auch. Die brauchen wir. Wir sollen ja doch verbrennen. Ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Ja, zwei ist die. Die Zitrone. Okay, aber magischerweise ist nur eine Zitrone rausgefallen und nicht mehrere. Nur eine, wo wir brauchen, ist rausgefallen. Die anderen sind drin geblieben. Ja, egal. Dann eins mit Punkt. Zack. Und die Zitrone. Okay, kann er uns jetzt vielleicht wieder menschlich machen? Können Sie mir... Okay, ja, immer das Gleiche, okay. Können wir jetzt? Nein, funktioniert nicht. Okay, dann was brauchen wir denn als nächstes? Untersuchen. Fließe, kalbliche Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Reden wir mal mit Mr. Midnight, ob der eine Ahnung hat. Konzentrieren wir uns auf die Rätsel, Friend. Ich kann dir immer helfen. Ja, du sollst mir auch helfen. Ja, kannst du mir auch... Also, vielleicht, wenn ich ihn das da benutzen. Kätzchen, hilf mir mal. Hilfe bei Rätsel. Okay, Rätsel 3 und 4. Hey, du bist so süß. Bitte, Kätzchen, hilf mir mit den Rätseln 3 und 4. Okay, dann schieß los. Rätsel 3. Fließ, kaltblütige Sohn. Lass deinen Körper durch den Strom tanzen. Ich glaube, die Antwort ist etwas, was ich gerne zum Abendessen hätte. Ja, Fisch. Oh, dafür brauchen wir aber noch ein paar, kann ich Ihnen vielleicht... Bin ich klar? Okay. Wir brauchen dafür noch einen Faden und vielleicht einen Haken. Oder so etwas in dieser Art. Aber woher kriegen wir das her? Wieso rede ich so scheiße? Aber gut, ja, Faden und so ein Scheiß. Der sitzt da jetzt wieder. Fliegt da jetzt nochmal eine raus. Nein, jetzt fliegt keine mehr raus. Wir brauchen Nadel und Faden. Nadel und... wir brauchen keine Nadel, aber gut. Faden. Gut, Faden und Stoff zum Dinge herstellen. Und Knöpfe. Ich möchte gerne Faden. Einen guten Tag für guten Stoff und Faden. Also, zu Ihren Diensten. Ich brauche gerne... Kann ich Ihnen... Hallo, ich habe mich gefragt, ob du etwas Faden für die Angelschnur hast. Angelschnur? Faden? Oh ja, ich habe etwas. Wollt ihr es? Ah ja, bitte. Wie viel macht das? Nun, ziemlich viel. Reicht das? Oh, ich meinte preislich. Ich brauche nur genug für die Angelschnur. Oh, ich vergaß, über den Preis nachzudenken. Wisst ihr, ich habe noch nie etwas verkauft. Aber wisst ihr was? Ihr könnt es haben. Ich hoffe, es macht euch glücklich. Jawoll! Dankeschön. Ich dachte, jetzt müssen wir irgendwas finden, um ihn zu geben im Tausch oder sowas. Aber danke, ich hoffe, du führst bald Preise ein und verkaufst etwas. Tschüss. Jawoll, kombinieren. Faden auf der Angelschnur. Sieht fast fantastisch aus. Ja, brauchen wir noch irgendetwas? Fast fertig. Ich glaube, der Fisch muss irgendwo
dran hängen bleiben. Ja, wir brauchen einen Haken. Können wir hier einen Haken haben? Ich glaube nicht, dass wir einen Haken beim gleichen kriegen. Einen guten Tag für Grundstofffaden. Einen Haken. Wo? Von wem könnten wir denn einen Haken haben? Haken. Ich möchte gerne einen Haken. Hat der einen Haken für uns? Nein, aber der Schmied bestimmt, oder? Schmied, hast du einen Haken für uns? Schau mal, ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir helfen? Schauen wir mal. Wo ist der Haken? Hast du den Haken gesehen? Du hast genau das gleiche gesagt wie jemand im Krankenhaus. Wirklich? Wer? Welches Krankenhaus? Die Oswald-Anstalt, die Schwestern, als ich Vorhang kaputt gemacht habe. Oh, ich habe keine Ahnung, worüber du da sprichst. Du bist seltsam. naja, vergessen wir das. Kannst du mir bitte einen Haken für die Angel machen? Ja, tun wir das. Wenn du mir eine Münze gibst. Ich kann dir einen halben Haken. Wenn du mir zwei Münzen gibst, bekommst du einen ganzen, funktionierenden Haken. Sag mal, will der mich verarschen? Ich brauche keinen halben Haken, ich brauche einen kompletten. Der komplette kostet 3 Münzen. Der will mich doch verarschen, oder? Eine Münze für einen halben und 2 Münzen für die funktionierenden. Abgemacht. Oh Mann, du bist kompliziert. Ich bringe dir deine Münzen. Tschüss. Oh, wirklich? Sag's nicht, wir müssen nochmal mit denen spielen. Hallo, nochmal. Möchtest du nochmal spielen? Mann. Ich hab gehofft, wir müssen nie wieder spielen. Oh Mann. Ohne Witz, ich kotze gleich. Nein, der hat gewonnen. Mensch. Sag mal, ich kotze gleich. Ja, es wird nichts. Sag mal, ich glaube, ich spinne. Sag mal, will er mich verarschen? Ja, jetzt können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Ah, doch. Will er nicht? War so klar. Menno. Mann, ich will noch 2 Münzen. Es war so klar, dass wir den Haken nicht sofort bekommen. Das war doch so eine Klarigkeit. Schon wieder nichts. Ich kotze gleich. Aber gut. Das war doch klar. Super. Mann, oh. Wieso? Mann, nein, bitte nicht. Oh. Sag mal, der nervt mich. Der hat gewonnen. Sag mal. Aha. So, uns fehlt noch eine. Ich habe ihn ein bisschen ausgetrickst. Na, super. Nichts, nichts. Oh Mann. Der fängt schon wieder an. So, Haha! Eine zweite Münze. Gut, reichen 2 Münzen? Sehr gut gemacht, kleines Wesen. Du bist ein wahrer Meister. Jawohl, wir sind der wahre Meister. Gut, mach mir bitte, ich habe die Münzen. Hoffentlich reichen 2. Oh, bitte, kann ich einen Rabatt bekommen? 2 Münzen sind fast 3.
Zwei Münzen sind fast 3, ja. Also bekommst du fast einen Rabatt. Okay, ich bring dir bald 3 Münzen. Oh Mann, ich schlag den. Ich will den essen. So, der nervt mich echt. Ja, möchte ich. Nerv mich nicht und lass mich jetzt endlich spielen. Blöder. Das ist so blöd. Okay. Komm schon, Ha, okay. Ich schaff das schon. Und geschafft. Hui! Langsam habe ich den Dreh raus, ne? Langsam stecke ich den immer in der Zwickmühle. So, sehr gut gemacht, kleines Wesen. Du bist ein wahrer Meister. Ja, das sind wir. So. Hier. Wehe, du sagst jetzt 4 Münzen. Hier sind deine 3 Münzen. Obwohl, ich hätte jetzt Lust auf noch eine Runde. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, er funktioniert. Das hat er aber schnell hingekriegt. Ui, ein sehr schöner Haken. Danke, der ist perfekt. Ich muss jetzt los. Tschüss. Fantastisch. Kombinieren. Zack. Ich hab's geschafft. Das ist toll. Ich nenne dich den Fisch X-Trainer. Bester Name auf der ganzen. Fischies! 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 Jetzt ist Angel mit C. Wir haben einen Fisch hier und Mr. Midnight will den fressen. Aber das lassen wir nicht zu. Oh, ich habe einen Fisch gefangen. Tut mir sehr leid. Jawohl, langsam wird das doch schon was hier mit dem Spiel. Langsam kommen wir schon sehr voran. Hier war es nicht, denn es war hier. Hier war es. Zack, und einmal hinauf. In die weite Welt hinauf. Hallo, großer Zauberer. Ich habe das dritte Exemplar. Okay. Zack, ein Fisch. Ein Fisch, ein Fisch. Und der tote Fisch. Puh, armer Fisch. Ja, der arme Fisch. So, dann einmal. Zack. Benutzen Mr. Midnight. Kätzchen, hilf mir mal. Hilf mir bei den Rätseln. Bla bla, ja. Rätsel 3 und 4. Rätsel 4. Leicht und hohl. Ich bin die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Fliegende Vögel, ich habe Fell, sie nicht. Ah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Fliegende Vögel, ich habe Fell, sie nicht. Ah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Okay. Kann er mir nicht einfach sagen, woran er denkt? Ich glaube, irgendwie eine Feder, denke ich. Mal. Dass es jetzt eine Feder ist. Aber wo ist eine Feder? Da bin ich natürlich schon wieder ratlos. Woher können wir denn eine Feder kriegen? Ich ändere mal das Wetter heutzutage. Feder. Hat er vielleicht eine Feder für uns? Ein guter Tag für gute Stoffe und Waren. Eine Fader. Fader, finden wir hier irgendwo eine Fader? Hier muss doch bestimmt irgendwo eine Fadere sein. Viel Holz, viel. Vielleicht wird daraus eines Tages ein Boot oder sowas. Der kann es, glaube ich, keine Fader geben. Fader, Fader. Fader. Fader, Fader. Wo bist du, Fader? Fader. Einen Augenblick mal, kann er mir noch mehr sagen dazu vielleicht? Ja, hilf mir bei den Rätseln bitte. Rätsel 3 und 4. Dann Rätsel 4. Leicht und hohl bin ich im Freien und der Stift der Menschen. Ah ja, Feder. Fliegende Vögel hier. Stift der Menschen, ja, Feder. Das ist eindeutig eine Fader, aber woher kriegen wir eine Fader? Haben wir hier irgendwo einen Vogel, den wir nicht gesehen haben? Es wird jetzt bestimmt schwieriger, an den Fader zu kommen, ja. Fader? Fader? Da oben an dem Hügel ist bestimmt kein Fader. Fader? Ich glaube, wir haben wir irgendwo einen Vogel gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, näher. Bei dem Fader. Fader! Hier ist kein Fader. Vor allem, falls wir nur eine Feder finden müssen, die hier rumliegt, wird
Das ist auch ziemlich schwer, denn eine Feder ist bestimmt sehr klein hier in diesem Spiel. Gehen wir mal zum Schloss. Haben wir hier irgendwo eine Feder? Da haben wir keine Feder. Ich denke da auch nicht. Feder. Nö, keine Feder. Da kommen wir nicht rein. Oder können wir bestimmt noch nicht rein. Die Bibliothek ist geschlossen. Weißt du noch? Wir haben nur im Herbst und Winter offen. Herbst und Winter. Was ist Herbst? Ich nehme einfach Winter. So. Sofort stehen bleiben. Hast du das Passwort? Oh nein, welches Passwort? Oh nein, welches Passwort? Das Bibliothekspasswort natürlich. Du brauchst es, um reinzukommen. Ich wusste nicht, dass ich ein Passwort brauche. Natürlich brauchst du ein Passwort. Ein bestimmter Zauberer kann dir helfen. Okay, mal sehen, ob ich das Passwort finden kann. Tschüss. Ja, ein Zauberer kann mir helfen, aber er kann uns das Passwort irgendwie ja nicht sagen, ne? Aber wir haben immer noch das da. Können wir das unser Passwort nehmen? Das klappt nicht. Okay, ja, der Zauberer will uns ja nicht sagen, denn das haben wir schon mal versucht. Ups, können wir vielleicht jemand anders fragen, ob er eine Ahnung hat, wo wir eine Feder finden? Das klappt nicht. Den können wir nicht fragen. Können wir vielleicht den fragen? Das klappt nicht. Können wir vielleicht den Zauberer fragen? Zauberer, ich komme. Zauberer. So, Zauberer. Können wir den vielleicht fragen, wo wir eine Feder finden? Mann, wir brauchen nur eine Feder, bitte. Feder, Fader. Bitte geben Sie mir einen Hinweis, ich brauche Hilfe. Hilfe? Ich helfe dir schon. Wenn du willst, dass ich die Dinge für dich löse, dann würdest du nicht lernen. Zeit und Raum sind groß und die Antworten können überall sein. Aber sie sind immer da. Ich bin mir sicher, du findest die Antworten. Gib niemals auf. Natürlich, gebe ich nicht auf. Können wir vielleicht den Hasen? Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Ein süßes Häschen, ich frage mich, ob er. Zauber. Müsste da nicht auch wie Fader sein? Fader drinnen sein? Mann, wir brauchen noch eine Fader. Woher kriegen wir eine Feder da? Diese Haare sind. Fliegende Insekten. Würze. Feder. Feder. Ja, Fader. Was müssen wir da überhaupt machen? Kriegen wir vielleicht von denen irgendwie eine Fader? Ja. Leicht und hohl bin ich die Fee, Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Ja, super. Ja, woher kriegen wir jetzt die Feder und in welcher Zeit finden wir sie? Feder. Muss jetzt in jeder Ding schauen, ob hier ein Feder ist. Hat nicht funktioniert. Haben wir hier vielleicht eine Fader irgendwo? Hier. Hier ist keine Fader. Nö. Da war ein Stock, aber kein Fader. Nein. Hier haben wir keine Faders. Können wir mit denen reden? Nein. Schade, Schokolade. Mr. Midnight, wo gehst du denn hin? Haben wir hier irgendwo eine Fader? Ah, einen Augenblick mal.
Jetzt ist der Typ, der Uhrmacher nicht da. Aber hier finden wir keine Verderer. Kann der uns vielleicht helfen mit der Verderer? Das kann ich nicht tun. Verderer? Keine Verderers. Das ist sehr nervig. So, ist hier irgendwo eine Verderr? Auch keine Verderr. Verderr? Nope. Verderr? Verderr? Nein, ich finde keine Verderr. Aber dann würde ich sagen, ich beende hier erst einmal die Folge und dann schließen wir das Rätsel in der nächsten Folge ab. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar und ein Abo. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Panther. Dann ciao.